Hallöchen meine Freunde, weiter geht's bei Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben. Wir dürfen jetzt in die Stadt und betreten jetzt auch zum ersten Mal in unserem Leben die Stadt. Halt, Fremder! Ich bin Lothar, Paladin des Königs und demütiger Diener Innos, deines Herrn. Unser Kommandant Lord Hagen hat mich mit der Aufgabe betraut, allen Neuankömmlingen die neuen Gesetze zu erklären, die für alle Bewohner der Stadt gelten. Seit in dieser Stadt ständig irgendjemand einfach verschwindet, hat sich jeder daran zu halten, wenn er nicht dasselbe Schicksal erleiden will. Ich hätte das anders gemacht. Ich habe eine wichtige Nachricht für den Anführer der Paladiner. Der ehrenwerte Lord Hagen ist für niemanden zu sprechen. Für alle Fragen des gemeinen Volkes ist Lord Andre, der Kommandant der Stadtwache, zuständig. Lieber die Finger. Ich hätte das anders gemacht. Hör zu, die Stadt wird von Drachen bedroht. Das darf doch nicht wahr sein. Schon wieder so ein Spinner. Wir haben schon genug Unruhe in der Stadt, auch ohne dass hier irgendwelche Schwachköpfe den Leuten mit Märchen über Drachen Angst machen. Den letzten, der hier was von Drachen erzählt hat, habe ich direkt eingebuchtet und mit dem Gefangenentransport ins Minental geschickt. Also hüte deine Zunge. Wir können hier niemanden gebrauchen, der Panik unter den Leuten verbreitet. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glaube. Hier hat schon jemand von den Drachen berichtet? Ja, der Kerl hieß Diego, glaube ich jedenfalls. Ich hatte ihn gewarnt, genau wie dich. Aber der Spinner wollte einfach nicht aufhören, mir auf den Geist zu gehen. Ich habe da meine eigene Meinung. Die Bewohner der Stadt verschwinden einfach? Ja, es scheinen täglich mehr zu werden. Ärgerlich an der Sache ist, dass die Miliz die Hintergründe dieser seltsamen Vorkommnisse immer noch nicht klären konnte. Verständlich, dass die Einwohner der Stadt momentan sehr misstrauisch gegenüber Fremden sind. Also reiz sie nicht nach oben drein, wenn du in der Stadt bist, klar? Kannst du hier nichts dran ändern. Davon. Gut, erklär mir die Regeln der Stadt. Erstens, der ehrenwerte Paladin Lord Hagen residiert zusammen mit seiner Truppe im oberen Viertel. Deswegen ist der Zutritt zum oberen Viertel nur ehrenwerten Bürgern gestattet. Zweitens, das Rathaus im oberen Viertel dient als Kommandoposten der Paladine. Dort haben nur die Paladine selbst und Angehörige der Miliz Zugang. Und drittens, wer eines Verbrechens angeklagt ist, muss sich beim Kommandanten der Miliz dafür rechtfertigen. Noch Fragen? Hatte das nicht. Wie werde ich Bürger der Stadt? Nur wer hier einer ordentlichen Arbeit nachgeht, wird als Bürger der Stadt angesehen. Aber denk nur nicht, dass du bei Lord Hagen vorgelassen wirst, nur weil du Bürger der Stadt bist. Als Bürger hast du Zugang zum oberen Viertel. Mehr nicht. Nur als Angehöriger der Miliz hast du Zugang zum Rathaus. Du hast es nicht gewusst. Wo finde ich Arbeit? Du wirst dich bei einem der Handwerksmeister hier in der Unterstadt als Lehrling bewerben müssen. Sobald einer der Meister dich aufnimmt, bist du Bürger der Stadt. Allerdings müssen dafür auch die anderen Meister zustimmen. So will es der Brauch hier in Korinis. Wenn du auf die Idee kommen solltest, im Hafenviertel nach Arbeit zu suchen, vergiss es. Da wohnt nur der Abschaum der Stadt. Geh bloß nicht dorthin, du würdest es bereuen. Wie komme ich zum oberen Viertel? Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Du bist kein Bürger dieser Stadt. Du kannst dir den Weg sparen, die Wachen werden dich nicht einlassen. Der gesamte Bereich hinter dem inneren Stadttor ist tabu für dich. Da muss ich gerade an das denken. Ich glaube, Risen 2 in Takarigua oder Antigua. Nee, Takarigua, glaube ich. Der Rauschmeister da bei der Kneipe. Mit dem kann man so ein geiles Gespräch führen. Ich weiß aber, irgendwas wird auf die Nerven gehen und so. Okay. Wie werde ich bei der Miliz aufgenommen? Auf ausdrücklichen Befehl von Lord Hagen werden nur Bürger der Stadt bei der Miliz aufgenommen. Verstehe. Wenn du mehr wissen willst, melde dich bei Lord Andre in der Kaserne. Was muss ich tun, um eine Rüstung wie deine zu bekommen? Was? Du bist ja noch nicht einmal bei der Miliz. Du bist ja noch nicht mal Bürger! Wie kannst du daran denken, die Rüstung eines Paladins tragen zu dürfen? Nur wenige Soldaten der Miliz, die Außergewöhnliches geleistet haben, haben bisher diese Ehre erhalten. Wenn du ein Paladin werden willst, hast du noch einen weiten Weg vor dir, mein Junge. Davon lasse ich lieber die Finger. Wo finde ich den Kommandanten der Stadtwache? Lord Andre hält sich in der Kaserne am anderen Ende der Stadt auf. Ich bin gekommen, das Auge Innos zu holen. Das heilige Auge Innos?
Woher weißt du davon? Du bist kein Angehöriger des Ordens. Ein Magier hat mir davon erzählt. Ich weiß nicht, was seine Beweggründe waren, dir eines der Geheimnisse unseres Ordens anzuvertrauen. Aber er hatte sicherlich nicht im Sinn, dass du es in die Finger bekommst. Aber... Ich will nichts mehr davon hören. Erst fängst du mit Märchen über Drachen an und dann das. Unfassbar. Wo kann ich hier übernachten? Wenn du einen Platz zum Schlafen suchst, geh zum Hotel, direkt gegenüber der Kaserne. Die Paladine kommen für die ordentliche Unterbringung aller Reisenden, die in die Stadt kommen, auf. Die fahrenden Händler vom Marktplatz sind auch dort untergebracht. Ich muss weiter. Okay. Wenn mir noch einmal zu Ohren kommt, dass du den Leuten hier was von Drachen erzählst, bekommst du mächtigen Ärger mit mir. Klar? Klar. Okay. Also wir können übernachten da beim Hotel. Sollten wir vielleicht... So, wir sind in der Hafenstadt Korinnes. Ja. Und es ist Nacht, ich würde sagen. Wir suchen uns ein Bett und dann pennen wir erstmal. Das obere Viertel ist das hier. Halt! Nur Bürger der Stadt und Truppen des Königs kommen ins obere Viertel. Ich habe eine wichtige Nachricht für Lord Hagen. Die halbe Stadt will Lord Hagen in wichtigen Angelegenheiten sprechen. Wenn wir alle Bittsteller zu ihm ließen, hätte er nichts anderes mehr zu tun, als sich mit den minderen Problemen der Stadtbewohner auseinanderzusetzen. Können wir nicht mal eine Ausnahme machen? Was? Es gibt Regeln in dieser Stadt. Regeln, die für ausnahmslos alle gelten. Wenn wir diese Regeln brechen, handeln wir ungerecht gegen alle, die sie einhalten. Ich bin ein angesehener Bürger von Korinnes. Lass mich durch. Du bist Dreck unter meinem Fingernagel. Mach, dass du wegkommst. Okay, es hat sich gerade irgendwie minimiert. Ich weiß nicht warum. Aber jetzt bin ich ja wieder da. So. Also ich meine, ich habe die Aufnahme kurz abgebrochen, habe sie dann wieder gestartet. So. Wisst ihr was? Wir gehen einfach mal kurz zu Loberts Hof und pennen da. Eine Nacht. Dann ist es Tag und dann können wir hier... Ach, warte mal kurz. Ich glaube nicht, dass er jetzt im Bett frei ist, ne? Die würden ja... Die pennen jetzt da wahrscheinlich drin. Ah. Ach, ich gucke jetzt noch was. Weidenbeere. Ah ne, vielleicht doch nicht. Die arbeiten noch im Feld. Aber Loba pennt, oder? Ne, Loba steht auch noch da. Ah, cool, dann kann ich ja pennen gehen. Pennt hier überhaupt niemand. Arbeiten ja alle noch. So, bis zum nächsten Morgen pennen. Du hast geschlafen und hast ausgeruht. Du hast geschlafen. Du hast geschlafen und bist ausgeruht. So. Okay, ein neuer Morgen. Keine Ahnung, warum der so niedergeschlagen da rumläuft. Wir gehen jetzt auf jeden Fall zur neuen Stadt, zur Hafenstadt Korinnes und gucken uns jetzt mal an, bei einem neuen Tag, wo es ein bisschen heller ist. Doof, dass uns jetzt die Rüstung fehlt, ne? So. Das höre ich zum ersten Mal. Gucken wir erstmal, was hier ist. Halt! Das Warenlager darf nicht betreten werden. Es war genauso, wie du sagst. Warum darf das Lager nicht betreten werden? Der ehrenwerte Lord Hagen hat die Ware für die Armee des Königs beschlagnahmt. Hörst du schlecht? Ein Schritt weiter und ich hack dich in Stücke. Ich hab doch... Bin doch zurückgelaufen. Rupert. Hallo, Fremder. Du musst hungrig und durstig sein. Kann ich dich vielleicht für meine Ware interessieren? Eigentlich bin ich auf dem Weg zu den Paladinen. Da hast du schlechte Karten. Seit die Paladine sich im oberen Viertel breit gemacht haben, lassen sie kaum noch jemanden hinein. Kannst du mir helfen, ins obere Viertel zu kommen? Ich? Nein. Ich habe ja auch nicht viel zu melden. Es gibt nur wenige Leute hier in der Unterstadt, die genug Einfluss haben, um dich an den Wachen vorbeizubringen. Matteo, mein Boss, ist einer von ihnen. Vielleicht solltest du mal mit ihm reden. Ich bin ganz deiner Meinung.
Wo finde ich Matteo? Du stehst direkt vor seinem Laden. Geh einfach rein. Er ist eigentlich immer da. Okay. Was ist mit den anderen einflussreichen Bürgern? Die Händler und Handwerksmeister hier an der Hauptstraße sind die wichtigsten Persönlichkeiten der Stadt. Du solltest versuchen, bei einem von ihnen als Lehrling angenommen zu werden. So wie ich. Seit ich bei Matteo arbeite, behandeln mich die Leute in der Stadt mit Respekt. Ich brauche Geld und ich bin auf der Suche nach Arbeit. Ich habe gehört, Bosper hat Ärger mit seinem Lieferanten. Sein Laden ist direkt gegenüber. Es heißt, er zahlt ganz gut. Was hast du anzubieten? Zurzeit habe ich nicht allzu viel Auswahl. Der verdammte Großbauer liefert nicht mehr und was von den kleinen Höfen kommt, reicht nicht aus, um den Bedarf der Stadt zu decken. Erzähl mir mehr über den Bauernaufstand. Die Sache ist ganz einfach. Ona, der fette Großbauer, will keinen Tribut mehr an die Stadt zahlen. Das muss man sich mal vorstellen. Wir sind im Krieg mit den Orks und der Fettwanst will alles für sich haben. Normalerweise greift die Stadtwache in solchen Fällen hart durch. Aber jetzt kommt das Beste. Es heißt, Ona hat sich Söldner angeheuert, um sich die Truppen der Stadt vom Hals zu halten. Söldner? Das Ganze wird noch in einem verdammten Krieg enden. Als ob ein Krieg nicht reichen würde. Hast du das denn schon wieder her? Was weißt du über Onas Söldner? Hier geht es besser. Ich habe gehört, die meisten von ihnen sind ehemalige Sträflinge aus der Minenkolonie. Und ihr Anführer soll eine große Nummer beim König gewesen sein. Ein General oder sowas, den sie als Verräter eingelocht haben. Schlimme Zeiten sind das. Ich erzähl dir doch nichts. Zeig mir deine Ware. Okay, Apfel. Davon lasse ich lieber die Finger. Brauchen wir eigentlich alles nicht, gell? Glaubst du wirklich daran? 53 kostet das Wolfsmesser. Okay, wir haben auf jeden Fall ein paar neue Tagebucheinträge. Der Weg ins obere Viertel. Wenn ich ins obere Viertel will, brauche ich die Hilfe der einflussreichen Bürger in der Unterstadt. Der Händler Matteo ist einer der einflussreichen Bürger in der Unterstadt. Ich sollte versuchen, bei einem der Handwerksmeister als Lehrling anzufangen. Wo sind die vermissten Leute? Viele Bürger von Korinnes werden vermisst. Niemand scheint zu wissen, was mit ihnen passiert ist. Okay. Das waren, glaube ich, alle neuen Tagebucheinträge. Hey, du! Hast du irgendwas zu sagen? Was gibt's Neues? Alles sind in letzter Zeit sehr beunruhigt. Nicht genug, dass die Paladine sich hier breit gemacht haben. Jetzt verschwindet auch noch ständig irgendjemand auf merkwürdige Art und Weise. Es wird langsam Zeit, dass die Miliz endlich etwas dagegen unternimmt. Okay. Bist du Matteo? Nee, Regis. Regis. Diesen Vogel erinnere ich mich noch. Immer wenn man hier vorbeiläuft, dann zwitschert der. Mach nochmal. Vielleicht doch nicht. Vielleicht kommt er, wenn wir hier reden jetzt. Hey, du bist neu in der Stadt, was? Ja. Und was ist mit dir? Ich komme vom Festland und jetzt hänge ich hier rum. Ich habe bald kein Gold mehr. Kann wohl nur noch zur Miliz gehen. Aber das will ich nicht. Ich lasse mich doch nicht für den König von den Orks abschlachten. Wird sich das jemals ändern? Was kannst du mir über die Miliz erzählen? Einer der Paladiner hat das Kommando übernommen, ein gewisser Lord André. Er versucht, die halbe Stadt zu mobilisieren für den Fall, dass die Orks angreifen. Aber du musst Bürger der Stadt sein, um aufgenommen zu werden. Trainieren kann man zwar auch so viel ich weiß, aber man wird nicht offiziell aufgenommen. Was kannst du mir noch über Lord André erzählen? Er hat auch das Amt des Richters übernommen. Wenn du hier in der Stadt Ärger machst, musst du dich vor ihm verantworten. Ich hatte mal eine Schlägerei mit einem der Bürger. Der ist direkt zu Lord André gerannt und hat alles gepetzt. Der Spaß hat mich 50 Goldstücke gekostet. Ich kann froh sein, dass es nachts war. Sonst hätten es noch andere mitgekriegt. Je mehr Leute sich in diesem Kaff hier über dich beschweren, desto höher wird deine Strafe. Mit wem hast du dich geprügelt? Mit einem Typen namens Valentino. Er hängt oft in der Kneipe beim Tempel rum. Ich bin ja normalerweise ein friedliebender Mensch, aber der Typ brauchte einfach was aufs Maul. Ist dir irgendwas Aufregendes passiert? Kann man wohl sagen. Bosper, den Bogner haben sie bestohlen. Ganz schön dreist, kann ich dir sagen. Der Kerl ist am helllichten Tag in den Laden reinspaziert und hat sich einen Bogen geschnappt. Und Bosper hinter ihm her. Bleib stehen, du Lump, hat er gebrüllt. Aber der Dieb war zu schnell. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Ah, okay. Bosper, der Bogen hier, Bogenmacher.
oder der Jäger. Bognerei zum tödlichen Fall. Matthäus allerlei. Ist ja auch irgendwas? Steht das gleich? Genau. Was hast du jetzt da? Ach so. Er fegt. Ja, okay, würde ich sagen. Dann geht's in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.